Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Thunder Gaming. Und heute spielen wir mal wieder Plus Minute 18. Sehr lange, wo ich das Spiel halt nicht mehr gespielt habe. Und ich habe mir gedacht, komm, heute spielen wir mal wieder, Plus Minute. Wir sehen hier auch, generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Ich habe den hier in dem letzten Video, glaube ich, hier hinzugefügt. Das heißt, ich muss jetzt noch diese Strecke fahren und dann auch noch mindestens 180 Passagiere transportieren. Und dann haben wir auch das nächste freigeschaltet. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist Garage. Nee, nicht Garage. Bleiben. Ah doch, Garage, genau. Denn... den hier. Nein, meine Busse. So. Bob. Ich möchte... abbrechen. Ja. Ich möchte erstmal gucken. Das hier ist blau gefleckt. Blau gefleckt. Also das hier ist wahrscheinlich weiß. Und das dann auch weiß. Und Skins, das hier. Ah ja, perfekt. So, jetzt ist das so. Dann einmal anwenden. Zack. Jetzt haben wir nämlich schon mal unseren Dings gemacht. Wartung für 500 Euro, okay. Und dann gehen wir auch in die Fahrt rein. Natürlich alles wieder hier mit Lenkrad und Gas und sowas. Das sollte alles richtig sein. Gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Kling. Werden wir hier mal kurz bei mir... bisschen leiser machen. So, ich habe natürlich auch ein privates Profil hier beim Bus Simulator 18. Und unter anderem bin ich dort auch schon weiter. Also da habe ich schon einen dritten Bus. So, machen wir erstmal den Motoren an. Ups. So, das Feststellbremse raus. Was hier rein. Ah. Licht hinten an. Vorne brauche ich kein Licht. Und los. So. Dann müssen wir hier scheinbar jetzt erstmal nach links. So. Moinsen. Da fährt ein grünes Auto. Oh, warum kommen denn jetzt hier so viele? Ne, jetzt fahr ich. Jetzt ist es mir egal. Wir haben auch eine ganz lange Strecke, wie ich hier anscheinend sehe. Das könnte leider dazu führen, dass es manchmal ein bisschen hier ruckelt bei diesem Spiel. Tut mir sehr leid. Ich kann da auch nichts finden. Also ich habe schon geguckt, ob ich hier noch irgendwas ändern kann. Aber auch bei meinem privaten Spiel ohne Aufnahme leckt es. Also hängt es, es ruckelt. Boah! Millimeter. Habt ihr es gesehen? Das war echt ein Millimeter. Okay. Alles Paletti, das war gerade ein Millimeter. Und dann wäre ich fast nur einfach. So. Ja, hier muss ich nicht halten. Ich muss bei Media Center abfahren. So. Der bleibt nicht stehen. Ich fahre jetzt durch, weil ich habe Vorfahrt. Wir fahren hier, ne? Wir fahren auch schön mit 70 km/h. Ich weiß gar nicht, wie schnell man fahren darf. Ich glaube nur 50. Aber es juckt da kein. Solange ich nicht gewitzt werde, sieht es eh keiner, außer die Fahrer. Und der verklagt mich denn schon. Ja, jetzt darf ich es nicht. So. Egal, wir fahren schneller. Oh ne, da ist ein Wasser. Ganz gefährlich. Ah, da ist mein Kollege. Dann einmal was auf. So, meine lieben Leute, dann steigt mal in. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich. Hast du eine Fahrkarte?
Fahrkarte. Danke. Brauchst du auch ich brauche eine Fahrkarte. Ja, natürlich kriegen wir eine. Danke. Fahrkarte. Rentner. Eine Fahrkarte bitte. Ja, du bist auch ein Rentner anscheinend. Da sind Zwillinge oder was? Naja, gehen wir nach hinten. Machen wir hier mal alles schocken dicht. Jetzt kann ich gehen. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Ja, das interessiert niemanden. Also, ruhig mit niemandem. Stockerplatz, wir kommen. Oh yes. Warum rennen die Leute eigentlich? Hat hier einer geschossen oder was? Ach, was ist denn hier los? Kurz Meme gemacht. Mann, diese hohen Wände. So. Was ist denn hier los? Aber jetzt mal ehrlich. Warum rennen diese Leute? Ist hier irgendeiner mit einer Waffe geschossen oder was? Oder rennen die wegen Regen? Ich finde mich sehr wundern, dass die wegen rennen. Ich glaube, sie haben das Ablenklicht gar nicht an. Heulen sie nicht rum. Reicht halt an. So. Also ich glaube echt, dass die hier ein bisschen... Also ich habe noch nie bei mir in echt jemanden gesehen, der gerammt ist, weil es regnet. Naja. Stockerplatz. Alle rein in die Danke, Häuser. Dass Sie so pünktlich sind. Ja, haben Sie mich gerade nicht noch eben angemeckert? Tschüss. Tschüss. So, schauen wir mal rein. Der will anscheinend jetzt nehmen. Wenn du jetzt eine Fahrkarte bekommst, willst du ja, schön. Keiner will eine Fahrkarte, ich kontrolliere. Augenblick. Was? Ach so, oh nein, ich hab sie vergessen. Ja, ja, ja. Na klar. Zwinge. Betreten diesen Moment. Okay. Kollegos, wir fahren los. Let's go. Südspeiche. Südspeiche, wir kommen. So, da. Wir gehen zur Südspeiche. Oh yeah. Und warum sind diese Türme eigentlich? Das sieht so aus, als würde man einfach hier in Dubai sein. Was? Ich sehe da was. Warum steht da mitten auf meine Vor? Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Südspeiche, willkommen. So. Genau pünktlich. Ja, aber können wir hier mal kurz die Leute beobachten? Ja. Ich steig mal hinten ein. Türen zu. Dat. Und go. So. Ostspeiche. Die Ostspeiche, man kennt sie. Rüber, nee. Ich muss hier kurz einen riesen Wendekreis machen. Am besten nicht gegen ein Auto fahren. Da! Ah, da steht sogar noch ein anderer Bus. Ah, das ist ja. Achso, das ist ja mein Kollege hier. Fährt der oder bleibt der stehen? Nächster Halt! Ostspeiche! Die Ostspeiche. Fahren Sie bitte los! Das ist ja mein Kollege. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ich bin gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ja. Hey, ich will echt keine... Eine Fahrkarte, bitte. Hey, warum wollen Sie jetzt eine Fahrkarte? Jeder Mensch kann sich online eine... Danke. Zutage. Eine Fahrkarte, keine bitte. Fahrkarte, mal hier. Du kommst zur Party im alten Sägewerk. Danke. Ich will es nicht nochmal sehen hier. Nächster Halt, Westspeiche. Die Westspeiche, aber natürlich. Boah, ich habe irgendwas in meinen Huggies, was die ganze Zeit so drückt. Kennt ihr diese... Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Ja. Kennt ihr diese Dinge? Boah, das nervt übelst. Aber
hindert mich ja nicht daran, ein Video zu drehen, oder? Ja, will ich auch. So. Ach, der Boden wird jetzt mir scheißegal. Nein, er ist schon wieder krank. Wenn es ein Blitzer war. Ich glaube schon. Dass sie immer alle rennen, ey. Das check ich nicht. Hab ich Vorfahrt? Nee. Schade. Ich fass. Ich hab gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Gut, dass du Shampoo gekauft hast. Das wollte auch jetzt hier jeder aus dem Bus tatsächlich wissen. So. Also, ich weiß nicht, wer danach gefragt hat. Aber dass du dir Shampoo gekauft hast, ist eigentlich auch. Wie sagt man? Logisch, weil jeder Mensch nicht wäscht. Okay, jeder Mensch ist jetzt zu viel gesagt. Doch Leute, die es nicht tun. Aber ja, eigentlich macht's jeder. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, halt einfach deinen Schnüss. Nächster Halt, Westspeicher. Und sei ruhig. Also. Nach draußen in den Das Raum. Nenne ich die perfekte Parkposition. Ja, danke. Man nennt mich eine auch, Fahrkarte bitte. Man nennt mich auch so, dass ich perfekt parke. Und dass ich auch nie zu spät komme. Danke. Bitte sehr. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du kriegst eine Fahrkarte. Gerne. Danke. Bitte sehr. Eine Fahrkarte bitte. Da war eine Tür. Bitte sehr. Führen zu. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Ja, die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Halt deine Schuhe. Nächster Halt. Nordspeicher. Der Leidenschaft. Ich kenne diese Serie oder was auch immer das sein soll. Haben die eigentlich eine Kooperation? Bus-Simulator 18 und Winter der Leidenschaft? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Scheiße. Habe ich 1000 Euro minus. Weil du gesagt hast, Busfahren macht Spaß. Ich mich gefreut und da habe ich dann nicht aufgepasst. Da ist ein Blitzer. Boah, jetzt blitzt es ja hier auch noch, oder was ist das? Oder das ist einfach nur ein Unfall. Könnte auch möglich sein, weil es blitzt nicht jede Sekunde. Oder? Fahr doch nicht, wenn ich fahre. Frag mich, wie ich mit dem großen Bus hier langfahren soll. Das funktioniert ja null. Also, ich meine diesen, Nächster Halt. Diesen langen Bus da mit dem, der, mit dem grauen Dings da. Genau. Genau. Toll. Ja, kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nee, hol dir online eine. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du kriegst. Danke. Bitte. Dass sie hier immer alle Fahrkarten abholen, das nervt. Nächster Halt. Forschungszentrum. Aufpassen! Nee! Du solltest gleich aufpassen, dass eine Faust. Dass keine Faust ins Gesicht fliegt. Dass dir keine Faust ins Gesicht fliegt. Ey, jetzt habe ich schon wieder minus 700. Was ist das? Man kann aber auch nie um die Kurven fahren, ey. Jeder Mensch, der Bus 18 spielt, kennt dieses Problem. Man sieht nicht von außen das. Und man sieht auch nicht, wo man fährt. Egal. Was ich auf jeden Fall noch ändern will, ist, dass ich hier zwei Spiegel drin habe. Viele Leute haben ja so. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ja, ihr seid ja auch nur NPC. Schmuss. Ich sag nicht das richtige Wort, weil ich. Ja, und dass man auch einen jemand in Schaden geht. Also bitte Leute, macht es nicht. Das ist nämlich ein Mod-Bot.
Er kann es jetzt mal auf eine rumzuflackern, dann kriege ich hier Augenkrebs. Ja, weh, es kommt jetzt Ach, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ja, das ist dann genau mein Schlüssel. Also ich habe bis jetzt noch nie meinen Schlüssel verloren. Bis jetzt, ne? Also, frag mich so generell, wie kann ich meinen Schlüssel verloren? Also das ist ja lebenswichtig. Das ist ja lebenswichtig, dieser Typ. Wiedersehen. Wir müssten sogar schon am Ende sein. Oh. Eine Fahrkarte bitte. Das ist immer Fahrkarte. Das geht ja einen auf den Kopf. Danke. Ich glaube, wir haben gemacht. Ey, jetzt lass mich raus hier aus der. Lässt du mich gehen? Danke sehr. Nächster Halt, Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, der Kollege hier links rennt natürlich mal wieder, weil es regnet. Man kennt ihn. Diese Frau da links auch. Ich renne auch immer natürlich, wenn es regnet. Kennt ja jeder. Also ich frage mich, wer rennt, wenn es regnet? Ich check dies nicht. Wird das auch gar nicht schlecht. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin müde. Ja, dann schlafen. Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, raus. Bitte alle raus hier. Na, ja, komm her. Bis dann. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. So. Zack, zack, zack. Ende. Ja, also. Ist doch alles hier im blauen Bereich. Oh. Bodenschwelle, zu schnell überfahren. Ach, das ist mir doch egal. Bordstein erwischt, DA, zweimal Kollision. Also eigentlich wäre mein Einkommen 19.000. Hab fast 2.000 Minus gemacht, aber es ist ja eh egal. So, wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen, für unsere Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja, also Bus kann ich noch auf jeden Fall noch nicht kaufen. Weil ich kein Geld habe, oder? Nee. Also, den habe ich noch nicht. Tut mir leid. Achso. Nee, doch, ist richtig. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne was in den Kommentaren. Würde mich auch sehr freuen. Schaut gerne auch auf meinen Discord-Server vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao, ciao.